Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Bei uns ist der 23. Ne, warte mal, der 31.12. Genau. Der 31.12.2023. Es ist 5 Minuten vor Mitternacht. Also es ist eigentlich gleich die Silvesternacht, das Jahr 2024. Beginnt, die meisten sind draußen und böllern draußen rum. Wir nett, wir sind gescheit, wir haben nichts und niemanden, wir haben nur dieses triste Leben mit Bier, deswegen sitzen wir jetzt hier und verbringen den Silvesterabend zu zweit an diesem Tisch. Wir waren heute den ganzen Tag schon unterwegs, bei der Familie, bei Muttern da gegessen, Pizzabrötchen gemacht, alles hin und her, bei den Kinders gewesen, dann wieder heimgefahren, Pupsi ist jetzt auch im Bett, Jonas schläft, Paris im Bett, alles hin und her. Wir haben heute noch nichts getrunken, außer den 56%igen Stammball. Das war aber nur so für zwischendurch. Und wir haben gedacht, wir haben noch ein schönes Tasting. Was kann besser passen, als dieses schöne, edle Tasting mit euch oder für euch festzuhalten in der Silvesternacht. Um 0 Uhr anstoßen, das Öffnen, das genüsslich Trinken. Es handelt sich hierbei um diese Störtebäcker Box. Und die sieht wirklich richtig genial aus. Was hier links und rechts nämlich so Eingriffe, dass du die so schön tragen kannst. Dann hast du hier richtig edel glänzt das, die Flagge, die hier drauf ist, genauso wie die Schrift. Das ist alles mega hochwertig in diesem Holzdesign. Da sind 9 Biere drin plus 2 Tasting-Gläser. Und das wollen wir uns jetzt gleich mal anschauen. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt für Thumbnail machen. Halten sie uns wieder hier drauf. Oh. Das ist die Störtebäcker, Entdeckerbox. Die wollen wir jetzt genüsslich trinken, damit wir heute auch mal was getrunken haben. Reißen wir mal hier den Nimbus auf, ziehen das hier rüber, schmeißen das in den Eimer. Da muss ich mal gucken, es ist 58. 58. Kriege ich das nochmal hin, das so schön zu stellen wie eben? Ich will euch die Box von hier vorne nochmal kurz zeigen. Störtebäcker Entdeckerkiste. Ihr seht das von der Seite ja. Die Schrift, die glänzt. 9 Flaschen, 2 Gläser, richtig edle Gläser. Das Ding gab es im Norma für 16 Euro. Das wollen wir jetzt irgendwie hier aufmachen, probieren, tasten und das Jahr 2024 einleiten. Ich muss mal ein Stück zurück mal aufmachen. Dann muss ich nämlich gucken, wo hier überhaupt die Gläser sind. Hier ist ein Glas drin für den Hannes. Das sehe ich schon, da steht Hannes drauf. Bitte 0,2 Milliliter. Guckt euch die Gläser an. Was das für komische Gläser sind. Jetzt ziehen wir das mal hier raus. Die sind richtig schön gebogen. Die sind halt sehr elegant. So elegant wie wir. Da freue ich mich. Guckt wirklich so das Glas. Oben, unten, aber in der Mitte diese bauchige Note so rüber, sieht man vielleicht jetzt nicht, da steht Störtebäcker drauf. Und wenn ihr hier reinguckt, habt ihr jetzt halt wirklich 9 Flaschen Störtebäcker. Ich greife einfach rein, wir nehmen einfach das, was in der Mitte ist. Das ist das Atlantic Ale. Wir machen das jetzt hier nicht nach was weiß ich. Wir nehmen das so, wie es da steht. So wird das jetzt rausgeholt. Das erste Bier wäre ein Atlantic Ale, aber um das zu feiern, möchten wir jetzt erstmal diesen Tischknaller zünden, also dieses Tischfeuerwerk. Das ist nämlich die Ritterbombe von Weco. Und es ist auch 23,59. Ah, hört sich gut an. Das heißt, wir holen uns auch einen Teller, stellen den Teller hierher, stellen das Ding da drauf. Wir wollen jedes Bier nämlich feierlich begrüßen im Jahr 24. Ich zünd's mal an, Hannes, 1 Meter Abstand, ja, du weißt, wir müssen alle vor. Au! Der schöne Tisch! Hoppa! Warum bitte 1 Meter Abstand? Da kann der Hannes sein Auge so drüber halten, das fällt ihm da ins Auge, da würde wahrscheinlich auch nichts passieren. Na. So, das war das erste. Das kommt jetzt hier rüber.
Und jetzt wollen wir natürlich das Bier aufmachen. Es ist genau 0 Uhr. Guten Rutsch, Hannes. Guten Rutsch, ja. Neues. Guten Neues. In der Haus, so muss man Silvester mal verbringen. Euch natürlich, wenn ihr das seht. Ich hoffe, ihr habt auch richtig tolle Zeit gehabt. Seid gut reingerutscht. Wir beginnen also mit dem Störtebäcker Brauspezialitäten. Atlantic Ale. Stürmisch, frisch, herb. 5,1%. Das ist eher so ein dunkles, schwarzes Etikett. Die müssten ja alle komplett gleich aussehen. Nur die Farbe ist dann immer ein bisschen anders. Stürmisch, frisch, herb. 5,1. Atlantic Ale ist ein naturbelassenes, obergäriges, helles Ale mit Stammwürze 11,7, Genusstemperatur 10 Grad, Alkoholgehalt 5,1. Pilsner, Weizen und helles Spezialmalz sorgen für die strohgelbe Farbe und den schlanken Körper. Warme Vergärung obergäriger Ale-Hefe lässt den opulenten Schaum entstehen. Kalte Hopfung mit den Sorten Cascade, Amarillo und Citra bringt ein Duftspiel aus Zitrone, Grapefruit sowie Melone und die kräftige Herbe hervor. Dreimal Gold ausgezeichnet. Also Störtebäcker ist wohl ein Begriff, der jedem irgendwo ein bisschen geläufig sein müsste. Mach mal auf, schenkt mal ein. Wir haben ja von jedem nur eins. Hier ist noch eine Störtebäcker-Karte, die richtige Glaspflege. Das braucht man nicht. Bei uns sehen die Gläser immer aus wie Hustensaft und ja, was mache ich jetzt? Bis zum Strich füllen? 0,2? Oder ja, bis oben hin? Oder wie macht man das? Jetzt schauen wir mal. Wir tun jetzt mal das so. Da wieder so ein Stück zurück. Wir machen ja das eigentlich immer draußen. Wir testen immer draußen. Da kann man auch mal ins Gebüsch reinfliegen. Das ist dann nicht so schlimm. Ist selten, dass man das jetzt mal zu Hause macht. Da ist ein Spinnenbein drin. Hä? Oder was suchst du? Was hast du gerade gefunden? Hannes, was hast du da? Was hast du entdeckt? Zeig es mir. Was hast du? Meins gibt das her, das muss ich. So, im Störtebäcker Bier sind Haare drin. Ja. Wo die herkommen, weiß ich nicht. Vielleicht sind die gerade von meinem Kopf abgefallen. Das sieht ja an sich so gut aus. Ne? Guckt euch mal einfach das kleine Gläschen an hier. Das ist nicht das Fischei, weshalb das so gebogen ist. Es ist gebogen, weil es halt gebogen ist. Wir sagen jetzt einfach nichts großartig dazu. Wir probieren einfach nur die Farbe. Seht ihr ja selber. Mir ist es wieder ein bisschen zu trüb. Ha, schon habe ich doch was dazu gesagt. Probier mal das gute Störtebäcker Atlantic Ale. Oh, frisch herb. Ja. Komm Hannes, da muss ich dir gleich nochmal einschenken. Aber das geht runter wie nichts. Und hier auch. Ich wusste nicht, dass Störtebäcker sich da hier so auf Ale-Sachen spezialisiert hat, weil ihr wisst, Pale Ale, IPA, das ist ja alles das Zeug, was dann immer so richtig herb ist, was immer so richtig, das ganze Gesicht sich zusammenzieht. Ja. Das merkst du, dass das in die Richtung geht, aber es ist vielleicht eins der besseren, was aber trotzdem genug auslöst, dass sich einfach mein Gesicht verzieht. 5,1 Atlantic Ale. Der Alex hat gestern auch irgendwas gesagt mit, wenn wir eins dabei haben mit einem blauen Etikett oder so, das ist richtig lecker, das ist toll. Vielleicht ist sogar seine Sorte hier dabei. Wir müssen natürlich jetzt austrinken und müssen mal das nächste uns angucken und so, weil das ist immer unseren Ruf schuldig. Ja, die Katzen knuspern auch in der Ecke. Die haben Hunger. Draußen geht die Welt unter, die Katzen essen in Ruhe, also... Ich glaube, die haben sich auch dran gewöhnt. Das ist das erste Mal, dass Molly und Adi zusammen Silvester verbringen. Aber eigentlich gar nicht so eingeschüchtert ist, wie ich es dachte. Ich bin froh, dass wir nur die eine Flasche von dem haben und dass es nicht ein Sixpack ist. Ja. Ich muss sagen, mein Fall ist es jetzt trotzdem nicht. Mir ist das einfach dann zu bitter, zu herb im Abgang. So extrem herbes Bier, wo sich alles zusammenzieht, mag ich jetzt nicht so. Ist aber für die Genießer wahrscheinlich genau das, was die brauchen. So, der Hannes möchte jetzt, pass auf, ach so, ja, genau, seinen Tischknaller anzünden, weil der hat ja auch einen, bevor wir dann mit dem nächsten Bier weitermachen können. Mal gucken, wie lange das heute alles geht. Eine Elbenbombe. Elfen. Ja, oder Elfen. Die Elbenbombe. Ist das nicht der Elbenwald? Nein, da ist eine Elfe gewesen. Hau. Hau nein. Hau weg, die.
aber Fehlzünder. Zieht nicht. Jetzt. Hannes hält es einfach so, dass es alles darüber fliegt. Oh ja. Ich glaube, Sandra wird sich auf jeden Fall freuen, wenn sie hier dann den ganzen Morgen da hier die ganze Zeug hier rumfliegen hat. Ja. Das ist cool. Das riecht doch einfach übertrieben. Ach, warte, ich stell's bei mir rüber. Da sind sogar kleine Glitzersterne. Glitzersterne drin, die hier rumfliegen. Das ist cool. Ausmachen. Ich hätte dir den Teller ja auch da liegen lassen können, stehen lassen können, ja, mit dem Ding drauf. So lang wie das noch vor sich hin zundert oder glüht. Sag mir mal eine Farbe aus dem Kasten, die dich anspricht, die du jetzt haben möchtest. Nicht zu lang, grün. Nicht zu lange überlegen, genau, Hannes, einfach aus dem Bauch heraus, was dich so anspricht. Oh. Hannes hat sich für dieses Metallic Grün entschieden. Oh, das Ding stinkt aber. Gibt es hier eigentlich Rauchmelder? Ja, da vorne. Ich hoffe, das ist ja für drin, dass das jetzt nicht so ist, wie es ist. Das ist ja eklig, was du da machst. Das finde ich gut, dass ich sowas jetzt nicht machen muss. Meins ist okay, meins hat sich beruhigt. Jo. Wir hatten Startschwierigkeiten da drüben, deswegen. Das macht nichts. Das ist jetzt das Störtebäcker Brauspezialitäten Pacific Ale. Tropisch, fruchtig mit 6,5%. Der Hannes hat also gleich das Fruchtigste und das Aaligste rausgeholt mit den meisten Prozent. Pacific Ale ist ein obergäriges India Pale Ale mit Stammwürze 14,9, Genuss bei 8 Grad, 6,5% voll. Die Hauptsorten Gourmet, Mosaik, Citra und Doppatz von drei verschiedenen Kontinenten lassen ein Duftspiel von Mango, Ananas und Zitrusfrüchten entstehen. Helle Gerstenmalze sorgen für eine leuchtend goldene Farbe und einen schlanken, trockenen Trunk. Warme Gärung verleiht die spritzige Kohlensäure. Hat auch schon wieder tausende Awards gewonnen. Also, ja, das sieht sogar alles ein bisschen hochwertiger aus. Das erste, da war das Schwarze unten einfach nur schwarz. Hier dieses Metallische, wie er schon sagt, das leuchtet nochmal extra, das strahlt nochmal, das glänzt nochmal. Das ist einfach so Pappe, Papier. Und hier, das ist so richtig, da ist mehr. Ne? Da ist ein bisschen Jan Schlappen dabei. Und denk dran, dass wir die Kronkorken wieder sammeln müssen für den Bierschanker. Ja. Ich schenke dir auch zuerst ein. Okay. Das hast du dir verdient. Diesmal stand gar nichts von der Farbe, glaube ich, hinten drauf. Nee. Das ist egal. Füllen das ein. Und das sieht auf jeden Fall besser aus wie das erste, würde ich sagen. Ja, weitaus besser. Das ist goldiger. Ist klarer, kräftiger. Das macht auf jeden Fall erstmal eine bessere Figur. Was mich ein bisschen stört an den Gläsern, dass das halt wirklich nur 0,2 ist. Es wäre schon schön gewesen, wenn du eine Flasche Bier direkt in zwei Gläser aufteilen kannst und nicht jedes Mal noch einen Rest hast und den Rest dann nochmal aufteilen musst. So. Aber so. Das muss. Hannes, Prost. Prost. Farbe, wir bewerten sie nicht, aber wir haben sie eh schon genannt, also ist alles gut. Farbe gut und fertig. Wow. Was heißt wow? Das ist eine reine Ding-Explosion im Mund. Das ist erst komplett, keine Ahnung, aber dann voll nach Zitrone und dann wird es immer bitterer. Ich schenke dir aber noch den Rest ein hier von der Blöre und mir und dir und alles. Ich muss sagen, es ist halt eigentlich wirklich absolut gar nicht mein Fall, weil schon wieder dieser Nachgeschmack, das Ale, das ist so bitter auf der Zunge, so unangenehm. Aber beim direkten Trinken war das wirklich fruchtig. Ja. Das war wirklich fruchtig, lecker, interessant. Stimmt, genau, ich habe erst gedacht, wenn das jetzt hinten raus irgendwie so bleibt, dann wirkt das wie ein Radler. Wie ein Radler, aber es ist dann schon wieder so bitter geworden, so herb, so boah. Wo ich mir denke, nee, das würde ich mir auch nicht nochmal kaufen. Das ist mir auch schon wieder zu strange. Ja, also definitiv zu strange. Ich glaube, da sind noch mehr Ales drin. Als Ales eigentlich sein sollten. Deswegen, Prost Hannes, genieße es. Es ist die besondere Entdeckerbox. Jo.
So, wir haben zwei gemacht. Wir haben noch was vor uns. Wir haben aber nicht nur Tischbomben, ne? Wir haben auch hier diese Partyknaller. Das ist wichtig. Wenn man das nächste Bier nämlich trinken möchte, müsst du aufpassen. Marie sagt immer, die kann das nicht, die tut sich da immer weh. Ich habe gesagt, du musst nur die Schnur erstmal lang machen. Dann nimmst du deinen Finger, wickelst den einmal so rum, dann hast du einen festen Halt und dann machst du diesen hier. Und jetzt ist das alles da hinten an die Wand ran, das hat man gar nicht gesehen und dann ist schon der Spaß vorbei. Das heißt, wir müssen es dann irgendwie gerade nach oben schießen beim nächsten danach und dann... Wie sieht das aus? Ein Hygiene... Ein ja, Tampon, ja, Hannes. Ja, ja. Hannes, genau, ist der, aus, ja. Hannes ist der Tampon-Man. So, ich darf jetzt aussuchen, ja, hast bitte. Du gesagt. Deswegen nehme ich, nehme das Gelbe, weil Gelb finde ich gut. Gelb gefällt mir als Farbe. Ja. Deswegen nehmen wir mal das mit dem schönen gelben Deckel, mit dem gelben Etikett hier oben. Cool. Hier unten Etikett gelb, hier oben voll eingerissen. Ist das cool. Schiff wieder gegen die Wand geprallt. Ne? 4,7%, es ist ein... Midsommerwitt. Midsommerwitt spritzig aromatisch 4,7 gelb. Das gefällt mir, weil es schön eingerissen ist. Nein, die gelbe Farbe gefällt mir. Midsommerwitt ist eine obergärige Brauspezialität nach belgischer Brauart. Mit Stammwürze 11,9, Genusstemperatur 8 Grad, Alkoholgehalt 4,7, Weizen- und Haferflocken verleihen dem Bier das leichte, cremige Mundgefühl und den vollen Körper über Seegewürze und die warme Gärung sorgen für würzige Aromen nach Koriander und Pfeffer. Ja. Jetzt habe ich dein Interesse geweckt. Koriander, Pfeffer? Koriander und Pfeffer sowie die sommerlich spritzige Kohlensäure. Milde Hopfung mit der Sorte Ariana unterstreicht die Fruchtnoten. Okay. Habt ihr schon mal Pfefferbier getrunken? Da bin ich jetzt gespannt. Das machen wir jetzt mal auf. Den Deckel finde ich gut. Ist das ein Frosch? Kann man mir den Frosch weghüpfen oder was? Anscheinend, ja. Hannes, warte, da muss ich die Kamera rumdrehen. Da muss ich kurz mal so, warte. Guck mal, da ist ein Frosch drin. Und dieser Frosch, der ist auch grün und dann kannst du da so drauf und dann macht der den Drecksfrosch. Ich guck durch die Kamera, das sehe ich nicht. Was ist denn das für ein Schrott? Das ist Schrott, der ist auf jeden Fall in den Tischknallern drin. Den soll man aufheben für Marie. Marie sammelt Schrott. So. Stand da was von der Farbe drin, Hannes? Nee. Nein, wieder nicht. Oh, ich sehe aber jetzt schon, Mann, ist das hell. Mann, ist das irgendwie gelb. Das sieht aus wie ein Radler. Das sieht aus wie Farbe Urin. Grüße an Natururin. Sieht aus wie das Kissen von Natururin. Doch, das passt. Nein, aber wenn du das so siehst, das sieht halt richtig abgestanden aus und vergammelt. Also das finde ich jetzt nicht, dass das schön aussieht. Ja. Ist mir zu hell, ist mir zu trüb gleichzeitig, so ausgeblichen. Also Grüße an Natururin. Wer sowas trinkt, der trinkt auch kleine Kinder. Prost. Prost. Krass. Hannes, du darfst dein erstes Feedback abgeben, solange ich noch versuche, dich heimlich abzufüllen. Das schmeckt eigentlich wie reines Wasser. Ist das jetzt positiv oder negativ? Eher positiv, weil ich hätte von dem eigentlich nichts erwartet. Ja, richtig. Und du musstest nicht dein Gesicht verziehen. Nein. Es ist kein Ale, es ist ein Witt. Du hast keinen herben Geschmack, es ist nicht bitter. Nein. Du hast trotzdem was leicht Fruchtiges, aber irgendwie auch was Wasser. Unspektakulär daher plätschert. Das heißt, das ist für mich das beste Bier bisher aus der Box, weil das kann ich trinken und es ist nicht eklig. Es fühlt sich nicht an wie irgendwas krass Besonderes, aber du kannst das einfach trinken und verziehst nicht die ganze Gusche.
ist für mich bis jetzt das Beste. Ja, dann das würde ich definitiv nochmal kaufen. Mit so einem gelben Ding dran, also ich bin begeistert. Die gelben sind immer noch der Beste. Der Eigenurin hat bis jetzt schon mal die beste Position. Prost, ja, Hannes. Prost. Das sind so schöne Gläser. Wenn du willst, kannst du ein Glas mitnehmen als Andenken. Mm. Und wenn du dann kommst, musst du es immer wieder mitbringen, obwohl wir haben ja unsere Bier-Tasting-Gläser. Ich lasse die da, weil dann habe ich sie immer genau da, wo ich sie haben oder brauche. Er braucht die hier. So, genau, braucht das hier. Eigentlich haben wir ja die Kalea-Dinger da. Was macht man denn dann damit? Wir können ja beim nächsten Ding nicht aus beiden gleichzeitig trinken. Das geht ja gar nicht. Wir haben ja 4 Kalea-Gläser. Eigentlich brauchst du das nicht. Das unterschreibt man dann und verlosen es an die Zuschauer, genau. Ah ja, warum denn nicht? Na, weil die sich die selber kaufen können. Die gibt's wie gesagt im Norma. Na, jetzt wenn ihr richtig abartiges Bier kaufen wollt, wo euch das ganze Gesicht zusammenzieht, dann geht mal in die Norma und kauft euch so eine komische Box. Aber im letzten Jahr. So, der Hannes möchte den nächsten Knaller zünden. Ich mit den letzten Knaller, okay. Den nächsten Tambon. Ich nehme den. Ups. Das gesehen nach vorne bringt nichts, fliegt drüber. Wir müssen es nach. Komm ruhig, lieber ein Stück zurück und gerade hoch, weil sonst man sieht wieder mal nichts. Tja. Hey! So, das ist perfekt. Ich hoffe, wir sind leise und es hört niemand, verstehst du? Hannes, du darfst die nächste Farbe aussuchen. Ich rabbel nicht, ich fieste, genau. Das ist das Blaue. Pass auf, wenn das das Alex-Bier ist, wo er gesagt hat, wenn wir eins mit blauem Etikett haben, das ist das Beste, aber das ist ja nur ein Pilsner. Aber dann nehmen wir das lieber zum Pilsner, Schluss, oder? Ja, nö. Nehmen wir die, okay. Nö, Hannes will jetzt, ja, da gut. Steht einfach nur drauf, Pilsner, Bier, Geschmack, gehaltvoll, herb, 4,9%. Ist nochmal blau. Es sieht halt irgendwie alles gleich aus, also weiß ich nicht. Pilsner Bier ist ein untergäriges norddeutsches Pilz mit Stammwürze 11,3, Genusstemperatur 10 Grad. Zum Glück ist es jetzt erst dran, weil die anderen waren bei 8 Grad. Mittlerweile ist es 2 Grad wärmer geworden hier im Raum. Das heißt, genau, wir kochen schon. Mensch, man sieht jetzt sogar das Feuerwerk draußen, die Drecks, die Schweine, meine ich. Oh mein Gott. Nicht die Drecks, das wäre Beleidigung. Nein, nein. So, Alkoholgehalt 4,9. Pilsner Braumalze sorgen für die helle, strohgelbe Farbe, also schon wieder Urin, sowie einen trockenen Trunk. Kalte Gärung lässt die feinperlige Kohlensäure und das erfrischende Mundgefühl entstehen. Kräftige Hopfung mit den Sorten Select Perle, Tradition und Opal, lässt einen zarten Duft von Aprikose in der Hose auf einer kräftig würzigen, langanhaltenden Hopfenbittere entstehen. Jetzt steht da noch was von bitter. Ja, gehaltvoll herb. Aber wieder nichts von der Farbe, oder? Na doch, das stand doch hier strohgelb. Strohgelb. Ja. Deswegen wieder Urin. Strohgelbes Urin-Gefummel da in der Hose da mit der Aprikose. Wir füllen das mal ein. Da bin ich aber echt mal gespannt, wie das schmeckt. Es sieht jetzt nicht so pissig aus wie das eben. Es sieht eigentlich aus wie das zweite, wo wir gesagt haben, das sieht schön aus. Also die Farbe ist schon eine der besten Farben mit, die wir heute hatten. So. Müssen wir es nochmal. Muss es immer falsch rumhalten, dass Ruby man hier sieht, Soho. Dass der gestörte Bäcker draufsteht. Der gestörte Bäcker, Ruby Soho. Der die Leute zerhackt hat und hat in die Mettbrötchen reingearbeitet. Oh ja, Prost. Prost. Aber es ist eigentlich auch ein ziemlich angenehmer Geschmack, finde ich. Nicht zu bitter. Jetzt verstehe ich nicht. Ich sage immer, das Bier ist mir zu herb. Aber wenn das Herbes ist, dann ist herb ja gar nichts Schlimmes. Dann ist nur bitter schlimm, weil bitter nicht herb ist. Aber ich dachte, herb ist bitter. Aber das ist nicht bitter. Nee, gar nicht. Obwohl es gehaltvoll herb ist. Also. Ja. Herbes. Jetzt haben wir Herpes. Ich glaube, das ist sogar das Beste. Also das andere davor haben wir ja gesagt, es schmeckt erstmal fruchtig, danach nix. Aber das
Nix war ja auch komisch, aber das hat erstmal irgendeinen Geschmack, der ist da. Ja, und das war schon die ganze Geschichte. Ich muss es nochmal probieren, zum Glück ist er noch ein Schluck. Was ist denn? Ja, ich kann doch nichts. Ja, mach wir haben vorher waren schon mehr drin, als jetzt draufsteht. Und deswegen ist jetzt. Hallo, geil. Und es ist halt so, Hannes. Irgendwann sieht die Seite anders aus. Ich hab Hallo, geil. Nee, aber ich kann es immer noch sagen, es ist nicht. Ja. Es ist immer noch. Gut im Geschmack. Ich war beim Friseur. Jo. Und ich kann jetzt hier den Ingo Abbild machen, wenn ich will. Kann ich das nämlich so vormachen jetzt. Und dann kann ich das so zusammentun. Und dann pass auf, dann musst du die Brille noch von oben nach unten machen. Dann kannst du so nämlich dann weitermachen. Ja, ich kann es leider nicht. Ich hab nichts da oben. Und dann machst du das noch so und dann sieht das noch besser aus, Hannes. Ah ja. Also, dir hat's geschmeckt. Ja? Ja. Das muss ich sagen, mir hat's echt geschmeckt, ja. Hat's auch geschmeckt. Das heißt, die ersten zwei fand ich richtig schlimm. Die letzten zwei. Definitiv. Fand ich ganz gut, muss ich sagen. Also, ja. Gestörte Bäcker. Aber da hat doch der Alex doch recht gehabt, dass es eigentlich recht gut ist, das Bier. Wir haben seins bestimmt gar nicht dabei. Ja, gut. Darauf verwette ich mein Ei. Boah, jetzt sehe ich aus wie Lendificate. Kennst du nicht gut. Das ist auch so ein gestörter Bäcker, deswegen. Na ja, dann. Wer ist denn jetzt dran? Du! Ich hab grad das Ding da hier. Das Blaue? Ja, ja. Na, wenn ich das Gelbe hatte, dann würde ich als nächstes bestimmt. Warte mal. Wir müssen erstmal den Tischknaller machen. Ja, jetzt hätten wir fast den, ja. den Tisch vergessen. Wir müssen erstmal hier nochmal, weil jetzt kommt ein Bumm machen. Das nächste Bier. Und deswegen kommt nochmal hier ein die Bumm. Fritteuse. Ein Bumm. Bei dir wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja, jetzt wo das ganze Ding schon brennt. Guck mal, der ganze Teller ist angeschmort. Boah, das ist scheiße, du. Hey, bis eben sah der Teller noch gut aus. Jetzt ist ja alles angebrannt. Ich weiß nicht, wer sowas macht. Ach, da kannst du einfach mit dem Finger drüber und dann ist es weg. Ja, aber... Hoi! Ich tue es den Teller mal dahin tun und dann kannst du da drüben tun und dann ist alles getan. Finde ich gut, dass sie jetzt noch Stimmung machen da hinten. Was ist das? Plastik. Wie? Bestehen deine Finger aus Plastik oder was? Nee, aber da hat die Fäden gezogen. Palm aus Plastik, Bruder. Ja. Es ist 0:23. Weil ich ja eben das Gelbe genommen habe, möchte ich jetzt das Orange nehmen. Okay. Das ist ein Bernstein-Weizen. Oh. Weizen? Das läuft doch eigentlich genau nach deinem Geschmack, nach Bernstein, oder? Ne, nach Weizen. Bernstein ist ja kein Geschmack. Das nein, aber Farbe. Von der Farbe her meine ich. Ich rede von der Farbe. Jetzt vereinen die Weizen und Bernstein in einem. Das heißt, das ist ein Bernstein-Weizen. Fruchtig, spritzig, 5,3. Ich muss auch mal so nochmal zeigen. Guckt euch den Bottle an. Hinter einem Hannes explodiert die Bodig-Sau die ganze Zeit. Fruchtig, spritzig, 5,3. Bernsteinweizen ist ein naturbelassenes, obergäriges Hefeweizen mit Stammwürze 12,9, Genusstemperatur 10 Grad. Wir haben erst die 8er weggemacht. Richtig. Es wird immer wärmer, je länger wir hier sitzen. Jetzt haben wir die 10 Gradiger. Ja. Alkoholgehalt 5,3. Weizen- und Pilsner Braumalze verleihen eine kräftige Bernsteinfarbe und schaffen die Grundlage für die sich angekündigten Fruchtaromen. Warme Gärung sorgt für den satten Duft nach Bananen und roten Früchten sowie die kräftige Kohlensäure. Oh. Dezente Hopfung mit den Hopfensorten Perle und Smaragd lässt den Fruchtaromen die volle Entfaltung. Das finde ich gut. Meine Nase brennt wegen dem Qualm. Naja, ich will aber weg. Oh, wohl sein. Ah! Lass raus. Deswegen machen wir das jetzt mal auf hier. Lass raus. Nein! Das läuft aus. Versteht mich nicht falsch. Wenn wir draußen gewesen wären, dann wäre das ja jetzt nicht so schlimm. Aber hier drin, das ist hier, gibt es noch Ordnung und Sitte. Da darfst du nicht den Tisch voll machen.
So. Oh, Entschuldigung, ich bin gegangen. Wir haben zwar jetzt die ganze. Wo bist du hingegangen? Ich bin drüber gegangen, über das Bier. Wir haben, der Tisch sieht zwar aus und der Rest sieht aus, aber bis morgen, wir sagen einfach, das waren die Katzen. Wir sind ins Bett, die haben hier noch das Zeug rumgezerrt, da kann man nichts machen, also gegen Katzen bist du machtlos. Du bist... Ja, aber sie sind süß. Hat das nicht was mit der Farbe? Kräftige Bernsteinfarbe. Naja, ich zweifle es. Das ist schon wieder so pissgelb und irgendwie trüb und irgendwie sehr hell. Ja, also Bernsteinfarbe hätte ich jetzt mehr erwartet. Dunkler. Also wenn ich meins neben deins halt, sieht deins noch besser aus, weil deins irgendwie noch ein bisschen kräftiger ist. Ja, aber es soll trotzdem dunkler sein. Bernstein. Das ist die Urinprobe im Krankenhaus. Die können ihr euch immer zu Genüge führen und deswegen Prost, Hannes. Aber es soll ein Weizen sein, deswegen muss es ja eigentlich schmecken. Nee. Was, nee? Schmeckt schon wieder richtig abgestanden. Gut, dann schenke ich dir gleich nochmal ein. Ja, wunderbar. Diesmal freust du dich, wenn du nur so einen kleinen Pups bekommst. Das ist natürlich nur geil. Ja, das ist logal. Nee, ich muss sagen, ich mag ja Weizen und für mich schmeckt es auch wie Weizen. Und am Weizen habe ich noch nie irgendwo ein schlechtes Weizen gefunden. Deswegen, das hat was. Das ist Weizen, es schmeckt eh immer nach Banane. Ich kann mit Weizen nichts anfangen. Ich mag kein Weizen. Genau. Das ist meine Antwort drauf. Das ist das Weizen und deswegen. Prost, Hannes, dann hast du es hinter dir und du darfst ja dann wieder die Farbe aussuchen. Wir haben noch braun, wir haben braun, wir haben braun und wir haben grün. In dem Krähe. Da ist keine Krähe drin. So, warte. In dem Krähe. Was ist ein Krähe? Grün. Wer redet denn so Krähe? Das sind die Bayern. Wir mehr ein Krähe. Oh, die Bayern. Ich glaube, du musst erstmal hier deinen Tisch. Ach du Mist, ich muss ja nochmal. Dein Tischkommando zünden jetzt. Ja, du hast nämlich. Ach verdammt, ich hab's gar nicht vorgelesen. Ich hatte doch die Ritterbombe. Nein, und dann die Prinzessinnen. Und dann gab's die Prinzessin-Bombe, die passt zum Oberteil hier. Ich hab die Piratenbombe jetzt noch zum Schluss. Und wohin hattest du die Elfe? Die Elben. Elfen. Na, Elfen halt, die Elfen, mit den dreckigen Ohren. Schieß doch nicht auf mich drauf, Hilfe! Der schießt. Du musst immer ein Stück zu uns, wegen dem Sicherheitsabstand. Ja, wunderbar. Hä? Hannes. Das ist gar nicht rausgefallen. Das ist ja Quatsch. Der Deckel ist hochgeflogen. Und das war's. Ein Kamm. Ein Kamm haben wir. Ja, aber ich habe keine Haare. Da haben wir einen Kamm. Und hier, wenn du ein, Smiley. Zwei Smileys zu viel machst, hast du irgendwann auch nichts mehr zum Lachen. Haben wir noch Peps da? Smiley, alles am Start. Dein Kamm. Ich habe ja jetzt eine Mütze auf, da brauche ich keinen Kamm. Stimmt, da braucht man keinen Kamm mehr. Kamm. Wir haben jetzt hier noch ein grünes. Das heißt, der Hannes. Eis. Jo. Hat ein Kellerbier 1402 rausgesucht. Geschmack fein, herb, weich. Kellerbier 1402. Fein, herb, weich. 4,8%. Kellerbier 1402 ist ein naturbelassenes, untergäriges Kellerbier nach Pilsner Brauart. Mit Stammwürze 11,1. Genusstemperatur 10 Grad. Sommer ja schon. Wenn jetzt irgendwann noch mal 8 Grad kommen, dann haben wir ein Problem. Da müssen wir auf den Balkon raus dann. Damit es 2 Grad weniger werden. Alkoholgehalt 4,8 voll. Pilsner und Münchner Malze lassen die strohgoldene Farbe und das weiche Mundgefühl entstehen. Kalte Gärung sorgt für die feine Kohlensäure und den trockenen Trunk. Elegante Hopfung. Mit den Sorten Select, Tradition, Perle und Mandarine Bavaria verleiht den zarten Duft nach Kräutern und Blumen sowie die ausgeglichene
Herbe. Aber Herbe ist ja nichts Schlimmes, haben wir jetzt mitgekriegt. Hopft mich, ich bin ein Bier. Hopft mich, ich bin ein, das ist grün. Ja. Hannes, das bist du. Da weiß ich ja, wenn du noch zwei braune und ein hellbraunes, ach, was wie dunkelorange wirkt, dann kann ich ja ein dunkelorange-hellbraunes nehmen, bevor die zwei dunkelbraunen kommen. Einmal Vollmilchschokolade, einmal Zartbitter und einmal... Weiße Schokolade fehlt noch. Ja. Oh mein Gott. Das hier ist dein Ding. Jo, mein Ding. Da muss ich nochmal schnell gucken. Okay. Jetzt ist halt die Verwirrung kurz Pause und deswegen können wir kurz weitermachen. Aber die kommt zurück, das weiß ich jetzt schon. Ja. Weil die immer Strohgelb sagen, das ist schon wieder Farbe Urin, das ist so Pissgelb, das ist so richtig so Bliat, guck, und deswegen muss man das jetzt einfach... Aber man kann durchsehen, das ist klar. Man kann... Pipi klar. Man kann Auge zudrücken, ne? Ja. Meint er da auch mit, wenn er das so sagt. Richtig. Aber ich finde es gut, wenn das nur 0,2 sind. Kannst du es eigentlich gut einfach so austrinken, ne? Du warst gerade gut angepresst von dem Bier, da kann ich dir ja nochmal eins einschenken. Was heißt Oha? Du bist ja nicht Roman Reigns. Uha. So, was heißt das bei dir, wenn du Uha machst? Ja, es ist ein komischer Nachgeschmack hat das Teil. Irgendwie. Nachgeschmack. Ja, ist irgendwie so ein komischer Nachgeschmack. Irgendwie so. Aber, ja. Ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen, was das ist. Ich muss es nochmal probieren, Hannes. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, ich auch. Ich habe mich so konzentriert gerade, es ist schon wieder fort. Ist halt nicht lecker. Nee. Es ist jetzt auch. Aber es soll doch ein herbes sein. Aber ich finde das andere, wo herb dran stand, was auch immer. Herber. Welche Farbe das auch immer war. Das blaue. Ach hier, das dunkelblaue. Hier das gehaltvoll herb. Das fand ich auf jeden Fall besser. Was machst du da? Ich fange ja zu niesen. Hannes, für solche Fälle. Haben wir den Autoprugger-Eimer. Wenn ihr mal niesen müsst, dann könnt ihr da in den Eimer rein niesen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Der ist, seitdem wir beim Autohaus Prugger waren, ist er immer am Start jetzt. Ja, also das ist eigentlich das erste Mal, dass wir den hingestellt haben. Weil wir ja sonst immer draußen sind und draußen gibt es ja Hecken und deswegen ist es ja egal. Das sind die anderen Grenzen. Also ich fand die ersten zwei schlimmer, aber das dritte und vierte fand ich besser. Und das ist jetzt so ein Ding da mittendrin, aber weil es ja eh besser geht, braucht man das jetzt nicht nochmal. Aber ich sagte, das blaue, das war schon wirklich überhaupt nicht schlecht. Das war wirklich das Beste bis jetzt. Ja, so geht's mir mit dem Gelben, ne? Ja. Der Elefant von Jellebis, der hat am Arsch was Gelbes, genau. So haben sie es auch immer gesagt damals in der Schule. Wer das ist, wird... Hannes, das musst du uns nochmal... Da ist ja doch was Sinnvolles entstanden. Ein Pentagramm. Guck mal, dreh nochmal hier. Das guck ist mal, ein Pentagramm. Da ist ein Pentagramm gewesen in der... Pentagramm. In der Tisch... Scheiße. In der Tischbombe. Und die dreht sich... Also, you spin me right da round. Da haben wir auch noch eins. Right round. Vor allem, hier hast du noch das Zeug. Hier hast du noch so einen Kreisel, der ist aber kaputt. Hier hast du noch den Kamm liegen, also es wird auf jeden Fall immer mehr. Jetzt schlackert es mit den Ohren, das andere ist schon kaputt. Das Pentagramm ist gut. Das ist Spielzeug für die Kinder. Ja. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt stellen wir das aber wieder hier hinter. Wir stellen es nicht vor, wir stellen es hinter. Wir stellen es jetzt mal darüber. Und weil ich bin dran. Ja, du bist dran. Und nehme ich, weil es sind ja... Guck doch mal. Wir haben nur Kackebraun. Wir haben Kackbraun, Kackbraun und Durchfallbraun am Morgen. Deswegen, dann nehmen wir jetzt natürlich das Helle. Okay. Das Helle ist ein Baltic Lager, fein malzig mild,
5,5%. Aber weil wir das ja nicht öffnen können, wenn wir nicht feierlich feiern, dass wir den Silvesterabend mit dem Störtebäckermann verbringen, habe ich hier natürlich noch so einen Ziehknaller am Tisch. Und jetzt geht's so. Jawohl. Der hat's nochmal gescheppert. Gleich kommt Pupsi raus. Was ist, was macht ihr denn da? Was ist denn da los? Wir haben extra abgesichert, aber ja, die Versicherung springt manchmal ab. Deswegen, da müsst ihr aufpassen. Leider. Wir haben jetzt also hier dieses Vollmilchschokolade, wie er sagt. Das ist so orange eigentlich. Das hat 5,5%. Da ist wieder das Störtebäcker-Ding drauf. Da ist ein Schiff. Mann, ist das ein schönes Schiff. Und dann steht da Baltic Lager. Ist ein naturbelassenes, untergäriges Lagerbier mit Stammwürze 13,2. Genusstemperatur 10 Grad. Haben wir wieder Glück gehabt. Alkoholgehalt 5,5. Wiener und Karamellmalz lassen... Da sind Wiener Würstchen drin. Und Karamellmalz. Wiener und Karamellmalz. Ja, wunderbar. Das soll nicht auf Wiener Malz hindeuten. Das sind einfach... Wiener ist einfach das Wort an sich. Wiener und Karamellmalz lassen die helle Kupferfarbe, den ausgewogenen Malzkörper sowie den leichten Duft nach Biskuit und Marzipan entstehen. Ich glaube, ich muss Sandra nochmal wecken, die mag doch Marzipan. Ja. Kalte Gärung sorgt für den fein eingebundenen, für die fein eingebundene Kohlensäure. Die Hopfensortentradition und Kaskade geben eine leichte Herbe und den Duft süßer Früchte. Nichts duftet so süß wie das Fruchtmarzipan am Baum am Morgen. So. Das ist ja gut. Das ist... Was ist denn mit dir? Hannes, geht's dir gut? Mir geht's fantastisch. Soll ich dir noch einen Skorpionburger bestellen? Oh ja, bitte. Aber ohne Soße, ja, weil die haben ja genau, gar keine Skorpionsoße. Richtig. Und was ist jetzt mit Krebs? Und was ist jetzt mit Tiger? Mann, nicht. Nee, gut. Haben sie nicht. Was haben sie denn mit dem Besitzer gemacht? Was? Wahrscheinlich verarbeitet. Ja, ich blick gar nicht mehr durch. Da denkst du, du hast mal ein gutes Los geschossen. Du setzt auf ein Pferd. Und dann ist das Pferd schon schaschlik und dann kannst du gar nicht mehr das essen. Wir nuckeln heute noch an den Kalamari-Beinen. Wir haben jetzt... Warum? Daran nuckeln. Als ob du noch in der Lage... Achso, da willst du dran nuckeln. Ja. Das Video, wo wir es testen, kommt dann irgendwann, aber heute nuckeln wir erstmal dran. Das ist jetzt ein Bier. Das sah ich, das sieht aus wie ein normales Bier von der Farbe. Ist jetzt nichts Besonderes, ja, aber es sieht halt ganz chillig aus. Bin hell ist einfach. Sieht aus wie das Winterbier von, habe ich vergessen, was der Dirk immer mitgebracht hat und ich keine Ahnung habe, weil es über die Zeit war. Deswegen probieren wir das jetzt kurz. Schauen wir mal. Ich denke, das hat... Köstritzer? Na, Köstritzer war es nicht. Warte. Nicht mal. Karamell. Fünf. Kupferfarbe. Oh Gott, okay. Nee. Kupferfarbe? Na, niemals. Da denkst du an was anderes. Oh. Das schmeckt aber nach Brot im Nachhinein. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Nach einem Sauerteigbrot. Aber ist es nicht bitter? Es ist nicht... Nee, es ist einfach nur richtig gewöhnungsbedürftig und... Oh. Ach, deswegen kriege ich so viel? Hannes, wenn der Schaum sich zurückzieht, alles dann gut. Ist es bestimmt das Gleiche. Alles gut. Und er ist eigentlich ist der Geschmack sehr unangenehm, also das muss ich jetzt schon mal sagen. Wenn ich das so... finde ich das nicht gut, da kann ich... Die Schweine! Es gibt auch Störtebäcker-Gläser, die sind größer, wo das ganze Bier reinpasst. Und uns geben sie hier die Scheiße mit. Online-Verkostungen bei Störtebäcker Live. Kommen Sie mit auf eine Abenteuerreise in die Welt der Braukunst und verkosten Sie gemeinsam mit unseren Biersommeliers Neuprodukte von Störtebäcker. Raritäten aus aller Welt und außergewöhnliche Biere von kleinen Brauereien und Manufakturen. Seien Sie dabei! Abenteuerreise.live. Hier ist eine Störtebäcker Live Abenteuerreisebox, meine Box. Guck mal, wir haben die scheiß Erkundungsbox bekommen. Hier gibt es einfach die meine Reisebox. Und da
ab Frühjahr 24 New England IPA. Das neue Siegerbier der deutschen Meisterschaft. Der Hobbybrauer steht fest. Ein samtig fruchtiges New England IPA, was noch schlimmer ist als Pale Ale, also als Ale, mit intensiven Aromen von Passionsfrucht, Ananas und gelber Steinfrucht. Verkosten Sie den Sondersud gemeinsam mit unseren Biersommeliers live am 1. März bei unserer Abenteuerreise. Kommen Sie auf unser Schiff, wir machen Sie gefügig. Melden Sie sich für unseren Newsletter an und verfolgen Sie exklusiv die Entstehung des neuen Störtebeker New England IPA. Ja, das ist auf jeden Fall dann hier so ein bronzefarbenes Etikett. Und dieses Bier daneben, das ist auf jeden Fall Werbung. Das finde ich gut. Die Box sieht schön aus, aber die wollen wieder mal so eine Schiffsfahrt machen, wo sie dir hier irgendwelche Sachen verkaufen. Und dann soll's, und vorher tun sie dir noch Bier einflößen. Und das Glas sieht auch nicht besser aus als das da. Störtebeker, was ist denn das? Ein mini kleines Glas. Das ist so ein Teelichtgefäß. Ja, wahrscheinlich. Hannes, ich trinke jetzt hier mein Brot. Ja, mein Brottrunk. Boah. Ja, es schmeckt halt, wie es schmeckt. Also es ist auf jeden Fall, es ist was ganz Besonderes. Es ist auf jeden Fall eine Störtebeker Brauspezialität. Und es ist ein baldig Lager, das kann ich noch sagen. Es ist ein feinmalzig mildes Bier. Ist nicht gut. Es ist auf jeden Fall richtig toll, aber nicht gut. Lass uns einfach nicht mehr drüber reden. Wir vergessen einfach, dass wir hier sind. Du darfst jetzt entscheiden zwischen braun und Kackbraun. Braun. Ich nehme Kackbraun. Ist das das Hintere? Ja, das ganz dunkle Kackbraun. Also das Flüssigbraun ist dann noch übrig. Hannes. Ich nehme das Kackbraun. Hannes hat sich jetzt für das Störtebeker Roggenweizen entschieden. Weil wir es gerade von Brot hatten, aber wir keine Tischknaller mehr haben, habe ich hier einen Glückskeks. Ich habe noch einen. Achso, du bist ja dran. Ja. Scheiße. Hä? Wenn wir aber beide noch einen Keks übrig haben, hätte nicht aber jeder vor jedem Bier einen Keks, haben wir irgendwas ausgelassen? Es war doch immer ein Knaller, ein Bier, ein Knaller, ein Bier. Ja. Und weil wir ja, wir haben eins mehr, deswegen muss jeder dann. Das seht ihr später. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall dieses Roggenweizen, dieses braune mit dem braunen Deckel, mit dem braunen Etikett. 5,4% gehaltvoll fruchtig. Und um das zu zelebrieren, hat der Hannes noch einen Ziehkörper dabei. Dann kann er nämlich mal unten hier den Finger rumwickeln. Ein weibliches. Oh. Wie was? Weiblich? Ja. Ich weiß nicht, was du da machst. Jo. Jetzt ist alles dahinter gefallen. Oh. Mann. Der Hannes, der schnüffelt sich einen weg. Guckt mal, wie die Flasche jetzt automatisch geschmückt ist. Wie hier Zeugs, hier fliegen die Pappdeckel rum. Das kann doch nicht sein. Hier ist der Brecheimer. Das ist auf jeden Fall, was ist das für eine Sau? Wir stellen es mal kurz wieder hier vor. So, es muss auf jeden Fall, Hannes, ich glaube, du hast Spaß. Ja, natürlich. Einmal im Leben. Wir haben dieses Jahr schon Spaß gehabt. Im Jahr 24. Und letzten Jahr auch schon. Wir haben den Spaß gleich mitgenommen vom letzten Jahr ins diesjährige Jahr. Ja. Genau. So, ich muss ja das Zeug noch vorlesen. Roggenweizen ist ein naturbelassenes, obergäriges, dunkles Hefebier mit Stammwürze 12,9, Genusstemperatur 16 Grad. Da sind wir, glaube ich, schon rein drin. Wir haben uns jetzt schön warm gemacht. 16 Grad sind erreicht. So. Alkoholgehalt 5,4. Roggen, Weizen, Röstmalze sorgen für die kastanienbraune Farbe. Ja, da bin ich aber echt immer gespannt, ob der wirklich. Stimmt wieder pissgelb dann. Und den cremigen Körper. Warme Gärung ergibt die kräftige Kohlensäure und den Duft nach Banane, Vanille, roten Früchten, Schokolade und Gewürznelke. Ey, was ist das für eine Kombination? Die hauen so viele Sachen da rein, du blickst gar nicht mehr durch. Die leichte Hopfung gibt den Fruchtaromen die volle Entfaltung.
Also Roggenweizen, gehaltvoll fruchtig, 5,4 mit Banane, Arsch und Knusper. Jetzt müssen wir nur gucken, ob das stimmt. Es hat auf jeden Fall angeblich eine super Farbe. Ich habe gehört, der Hannes will da noch mal raus. Der will noch die Raketenstöckerl aufsammeln. Na, bestimmt nicht. Nett? Schade, armer Hannes. Früher, als der Hannes noch fit war, da hat er noch nicht so viel getrunken, vom Störtebäcker, da wäre der raus und hätte die Raketenstöckerl aufgesammelt, damit sich die Leute nicht die Beine brechen, wenn sie rausgehen. Mittlerweile ist der Hannes, der sitzt da nur noch drin und trinkt aber seinen... Aber du lachst, das habe ich wirklich gemacht. Deswegen erzähl da ich es doch. Da war ich 10 Jahre, da bin ich echt nach Silvester bin ich da raus in der Früh und habe da alles mit dem Sack alles aufgesammelt. Wozu? Tja, damals wollte ich noch die Welt retten, aber jetzt kannst du vergessen, das ist alles nur krass. Soll ich dich an das Kinderfeuerwerk vorhin erinnern, wie wir die Welt ja, in den Abgrund gestoßen haben? Obwohl der Mülleimer waren, weil der Opa gesagt hat, scheiß hin, der Hausmeister macht's. Und dann denkst du dir, okay, einmal die Wale töten, gratis, warum nicht? Man muss sich ja auch mal was gönnen, deswegen. So, das ist jetzt auf jeden Fall eine Farbe. Das sieht aus wie eine Mezzo-Mix. Wie gerade gebraune. Boah, der Hannes wird schon wieder angerufen, glaube ich. Das ist nicht gut. Die rasten alle aus. Ja. Jetzt steht er auch noch auf. Jetzt haut er ab. Wir müssen das Video beenden, schnell weg. Nein. Jetzt setzt er sich wieder hin. Nein. Was machst alles du denn? Alles gut. Jetzt haben wir Soundtrack im Video. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall jetzt hier, das sieht aus wie so ein... Silvester, das ist... Dein ja. Sieht schon wieder dunkler aus als meins. Wieso denn immer? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Weil deine Hand davor war. Deswegen. Das sieht aus wie eine Mezzo-Mix. Also das sieht aus wie so ein Cola-Bier mit Orange gemischt. Das soll doch jetzt... Es ist ein Roggenweizen. Weizen ist immer gut, aber das soll so viele komische Fruchtnoten haben. Ja, da bin ich mal... Prost erst einmal. Ach so. Wir haben die letzten 10 Prost. Biere nicht geprostet. Naja. Ich bin ganz seiner Meinung. Oh, jetzt schnell suchen. Obwohl, da steht ja nicht Geschmack, sondern Duft. Duft nach Banane. Ja gut, Weizen schmeckt immer nach Banane. Vanille, rote Früchte, Schokolade und Gewürznelke. Also ich finde, das andere Weizen, was wir heute hatten, das war deutlich besser. Weil das ist irgendwie sehr aufdringlich, Hannes. Ja. Das stimmt. Das ist... penetrant. Es brennt auch richtig auf der Zunge irgendwie. Na, auf der Zunge jetzt nicht, aber es drückt hier vorne drauf. Nee, das ist nicht so meins. Am Nippel. Ja. Das Nippelbier hat gesprochen. Was wollt ihr tun, hä? Kleiner Gangster. Ist nicht so deins, aber ja, hast du denn mal dran gerochen? Ja. Das riecht ganz penetrant. Riecht's nach roten Früchten? Nee. Riecht's nach Vanille? Nee, es riecht nach Schwarz. Riecht's nach Banane? STH riecht's. Ich finde, das haben die sehr gut hinbekommen. Also das Weizen hat mir zwar besser geschmeckt, aber das ist so ein Weizen, das kannst du mal deinen Freunden andrehen. Zu Silvesterabend, wenn ihr ein Biertasting machen wollt. Genau. Und dann trinken die das trotzdem, glaube ich. Denk dran, wir haben den Autobrugger Eimer. Nee, das muss ich mit Sicherheit nicht, aber... Naja, Prost. Was denn dann? Was gibt's denn noch für Optionen? Wir haben noch einen... Was? Schmeckt immer nur penetrant, das Teil. Penetrant? Ja. Okay, der Hannes ist jetzt unter die Voyeure gegangen, ja. Deswegen der penetrant jetzt. Penetrant. Hannes, ich nehme dir mal die Entscheidung ab. Ja, du bist ja sowieso dran. Ach so, toll. Tja. Kann ich gar nichts mehr aussuchen, weil die Box ist schon leer. Wir haben jetzt noch ein Bier. Das hat einen braunen Deckel. Das hat ein braunes Etikett. Das ist ein Hanse Potter. Das ist ein Hannes Harry Potter. Mit 4,0, das ist sehr sanft, oder? Das geht mir besser. Ein 4,0er Hanse Potter. Karamellig, malzig. Hanse Potter ist eine naturbelassene hanseatische Brauspezialität.
Mit Stammwürze 12,5, Genusstemperatur 16 Grad. Ey, wir sind richtig die Profis. Wir haben zuerst alle 8-gradigen weggemacht, sind in die 10er übergegangen, lückenlos. Nachdem wir mit den 10ern fertig waren, hatten wir plötzlich 16 Grad und jetzt haben wir wieder 16 Grad. Wir sind perfekt. Wir wussten vorher doch gar nicht, was in der Box drin ist. Normal stellen wir die alle raus, ordnen die nach Alkoholgehalt und machen eine Reihe nach. Wir haben einfach jetzt nur aus Spaß, jeder sucht sich eine Farbe aus, die er ganz cool findet. Und wir sind von der Temperatur automatisch immer mehr gestiegen. 18, 16, bam. Wir sind gut. Wenn jetzt da steht 8 Grad, dann sind wir drüber. Aber wir sind immer noch bei 16 Grad und wir sind heiß. Gut. Alkoholgehalt 4%, Karamellröst und Pilsner Malze lassen die Mahagonifarbe, den dunklen Schaum sowie süße Mandel-, Kaffee- und Karamelldüfte entstehen. Oh, bitte. Kalte Gärung lässt das spritzige Mundgefühl und den dichten haselnussbraunen Schaum entstehen. Dezente Hopfung mit der Sorte Perle lässt den malzig-süßen Charakter voll zur Geltung kommen. Oh Gott, na. Aber 4% nur, das heißt, es ist doch bestimmt jetzt richtig angenehm. Aber Hannes, bevor wir das Bier öffnen, stimmt. Wir müssen ja noch anstoßen aufs Jahr 24. Jawohl. Mit einem Glückskeks. Weil das ist ja hier so ein Silvester-Spezial. Das heißt, wir haben beide einen Glückskeks. Ja. Das ist ja scheiße. Jetzt wollte ich meinen aufbrechen, aber der ist schon kaputt. Deiner ist auch kaputt. Toll. Brauchen wir den Scheißkeks gar nicht essen. Da kann man einfach hier rein. Ein Wechsel zum Guten in naher Zukunft. Ich glaube, die machen Anspielung, weil du bald wieder nach Hause fährst und dann ist wieder alles besser. Was total komisch klingt, Nein. Weil eigentlich war es doch besser, als du hier warst. So irgendwie. Ihre finanzielle Situation kann sich verbessern, wenn sie beharrlich am Ball bleiben. Das ist dasselbe, wenn du heimgehst. Ja. Dann hast du wieder mehr Geld, weil immer wenn Hannes hier ist, dann bezahlt Hannes immer alles und will immer alles bezahlen und lädt dann immer zu ein bei jedem Pups und deswegen deine finanzielle Situation verbessert sich bald. Und bei mir habe ich schon wieder vergessen, was drin stand, deswegen. Also, die wollen uns schon was mitteilen, glaube ich. Ja, und die Glückskekse hat Sandra eigentlich gekauft. Ja, für Silvester, aber irgendwie, als wir dann heute bei den ganzen Leuten waren, haben wir das vergessen. So, und deswegen haben wir jetzt immer noch Glückskekse da. Ich habe mit deiner Cousine ausgemacht, dass ich, wenn ich das nicht mehr zu dir komme, erstmal 1,5 Tage bei ihr bleibe und dir das Kochen beibringe. Mir? Ihr? Ihr? Ja. Sie möchte ein paar Rezepte von mir haben, die einfach und schnell gehen. Ich denke, die kann kochen. Sie hat doch heute dieses komische Fleisch mitgebracht und hat ja erzählt, was sie da alles reingemacht hat. Sie kann kochen, aber sie möchte halt meine schnellen und also die schnellen Rezepte einfach von mir haben. Hannes und die schnellen Rezepte, jetzt neu auf YouTube, Streaming. Nein, die gebe ich nicht so leicht preis. Nicht so schnell. Nein, nicht so schnell. Hast du mal gesehen, was das für eine Farbe ist? Wir haben uns jetzt exakt am Ende noch ein Glas Cola eingeschenkt. Na, das sieht aus wie mein Guinness. Guinness? Ja. Dann müsstest du es auch mögen. Ja, guck. Deswegen ist ja auch der Schaum ist nicht weiß. Der Schaum ist ja auch schon so ein bisschen bräunlich angehaucht. Das ist klar, das ist aber sehr dunkel. Also das ist eine richtig tolle Farbe eigentlich. Ich finde, also, wenn jetzt der Geschmack noch stimmt. Richtig gut aus. Es steht ja Mahagoni-Farbe, nennen sie das. Dunkler Schaum, Karamellduft, Kaffeeduft, Mandelduft. Hast du mal dran gerochen? Nee. Boah, riecht wie so eine Kaffeebohne. Ja. Das ist wieder was ich überhaupt nicht mag. Aber als Bier finde ich es mega interessant. Ich bin ja auch kein Kaffeetrinker, aber wenn ich das jetzt so erlebe. Ich finde es mega interessant. Naja, dann probieren wir es. Und sie haben es sehr gut beschrieben. Du hast ja oft Biere, da steht hinten irgendwas drauf und du kannst das alles nicht nachvollziehen. Ja. Aber die haben die Farbe gut beschrieben, die haben den Schaum gut beschrieben, der Geruch exakt genau das, was drauf steht. Dann probieren wir mal. Naja, dann mal Prost, ne? Ups, sorry.
Boah. Wenn dieser eklige Kaffeegeschmack nicht wäre, dann wäre alles okay. Boah. Das heißt, das ist ein Bier, das kann ich meiner Mama auch mitbringen. Die trinkt ja gerne einen Kaffee. Und dann kann sie das trinken. Und sagt dann, Jungs, ihr seid die Besten. Endlich kann ich meinen Kaffee mit Prozent genießen. Also das ist auf jeden Fall... Das ist eine Wucht. Wir haben jetzt über eine Stunde aufgenommen, Hannes. Du bist der Beste, guck. Ja. So einfach geht es. Locker vom Hocker. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlimm. Diese ganzen komischen Ales am Anfang, die so extrem bitter geschmeckt haben. Das ganze Herbe, das Spülmittel, das ganze, zwischendurch dieses Da ist das irgendwie noch was ich irgendwo ein bisschen genießen kann. Obwohl ich kein Kaffeetrinker bin, obwohl ich mir aus dem ganzen Zeug nichts mache, kann ich das irgendwo noch ein bisschen genießen, ja? Hannes, das Beste war für mich das Blaue. Ja, aber das finde ich sieht halt am coolsten aus, ne? Ja, das ist ja wurscht, wie es auch schon Hauptsache schmeckt. Ja, es schmeckt ja interessant für mich. Das ja, ist, eben deswegen ja. Es sieht am besten aus, das ist dieser Pracht, ne? Das Blaue war ja einfach nur Pilz. Pilz kriegst du überall. Ja, aber... Machst du ein Smiley zu viel, hast du auch kein Pilz mehr. So, fertig. Naja. Ja, wir werden den Rest noch austrinken hier aus dem Störtebäcker Gesöffglas. Irgendwie passt das eh nicht. Deins guckt darüber, meins guckt nach da. Ja. Müsstest du nicht das haben und nicht das? Nee, deins guckt auch so. Du musst es drehen. Ja, aber ich will ja das Störtebäcker zeigen. Ich dachte, die... Dann müssen wir es trotzdem drehen. Ja, das ist ja scheiße. Man kann da gar nicht so... Ich dachte, die gehen ineinander über. Machen sie nett. Nee. So. Die Box ist leer. Kommen wir mal reingucken hier. Das ist die Box ist leer. Hier steht nochmal, folgen Sie uns und bleiben Sie informiert. Das würde ich niemals in meinem Video sagen, aber die sagen, ihr sollt uns folgen. Das finde ich sehr schön, dass sie das so erzählen. Störtebäcker Live, jeden Monat online Bier verkosten. Perfekt für Einsteiger. Ab sofort können Sie mit uns jeden Monat in die Welt der Brauspezialitäten eintauchen. Entdecken Sie Bier ganz neu bei Störtebäcker Live. Riechen, schmecken, Kenner werden. In der Sendung haben Sie die Chance, live im Chat Fragen rund ums Thema Bier an die Moderatoren zu stellen. Sendung verpasst? Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Verkostungs- und Sortenvideos zur Entdeckerkiste in unserer Mediathek anzuschauen. Du bist ein Schlitzohr, Bruder, ich schwöre. Aber habe ich nicht noch irgendwo irgendwas gesehen, was ich vorlesen wollte? Ach so, hier hinten, guck. Da steht nämlich noch diese Übersicht, was da alles für Biere drin waren. Und da habt ihr hier noch einen Text. Einzigartig, vielfältig, die Störtebäcker Entdeckerkiste mit 9 Brauspezialitäten und 2 Probiergläsern. Mit über 800 Jahren Brautradition in der Hansestadt Stralsund hat sich die Störtebäcker Braumanufaktur dem handwerklichen Brauen außergewöhnlicher Brauspezialitäten mit echtem Charakter verschrieben. Genießen Sie die einzigartige Vielfalt der Störtebäcker Braukunst mit der Entdeckerkiste, eine exklusive Mischung aus 9 unterschiedlichen Sorten. Störtebäcker! Und dann seht ihr hier an der Seite ja trotzdem auch nochmal hier. Störtebäcker! Und vorne drauf hier. Störtebäcker! Und oben drauf. Störtebäcker! Ja, ist auch gut hier. So, dann sind wir hier. Das ist jetzt der Tisch, das ist jetzt hier die. Ach so. Und für alle, die jetzt hier zuschauen und das noch so irgendwann gucken. Sau viel Glück im neuen Jahr, weil der Hannes hat noch 2 Glücksschweinchen besorgt. 1 für Pupsi, 1 für mich. Das ist sau viel Glück. Das ist
viel Glück bringt. Das seht ihr auch nochmal hier. Sau viel Glück im neuen Jahr. Guckt euch an. Das ist die Sau. Und das ist das schöne Störtebäcker-Glas. Das können wir euch auch nochmal zeigen. Vielleicht sieht man es jetzt besser. Das steht eigentlich so da. Oben ist rund, unten ist rund. Und in der Mitte hat es hier einen Rücken und da hat es einen Bauch. Das ist das Störtebäcker-Glas. Fertig. Und das soll jetzt das Silvester-Special sein. Das seht ihr dann am Montag als Ersatz für Chill mit Ramses. Weil am Montag ist der letzte Tag, wo der Hannes da ist. Und dann müssen wir nochmal auf Tuchfüllung gehen, glaube ich. Deswegen seht ihr dann das. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Führt euch. Und furzt euch in die Hose, genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal.